Masai Cuarada parte con 90 metros y medio. Vamos a ver si la ejecución del salto y los metros le dan la primera o la segunda plaza. En cualquier caso, el podio hoy va a ser en Ransau japonés. Por encima de los 94 metros va a estar Masai Cuarada, casi seguro. Vean la alegría del equipo japonés y Arada, que va a estar con casi total seguridad por encima de los 94 metros de Funaki. 96 metros para el japonés, primera plaza para Arada, segundo Funaki, tercero Saito. Este va a ser el podium japonés, definitivamente, hoy lo habíamos dicho, podium japonés. Y próximos Juegos Olímpicos con casi total seguridad de podium japonés. Ahí está la alegría de este hombre, Masai Cuarada, que está lanzado, lanzado, lanzado. Es decir, que se lo quiere llevar absolutamente todo este año, no solamente económico o en el plano económico, sino también en cuanto a superación y a mejorarse en todos los saltos que está realizando. Vean qué espectacularidad este hombre, cómo se coloca después de salir del trampolín, cómo ejecuta el salto, ni se mueve, se cierra mucho menos incluso que Funaki. Y después de la mala actuación que tuvo en... Jetzt kommt für viele der Top-Favorit, Masahiko Arada. Manobu Ono gibt das Startzeichen für den zweifachen Weltmeister. Was zeigt er uns hier? Hier will er zum dritten Mal Weltmeister werden. Schafft er das? Schöner Sprung, super Höhe. Masahiko Arada segelt weit, aber lag er mit dem Hosenboden im Schnee? Das ist die große Frage. Starker Absprung von Masahiko Arada, der im Probedurchgang nur 48 Meter sprang. Und jetzt hier hinunterzieht. Auf wie viel Meter? Die Kante hat er exakt getroffen. Und da unten diesen Sprung zu stehen, das ist ganz schwer. Berührt der Hosenboden den Schnee oder nicht? Ich glaube, es war noch ein bisschen Luft zwischen Schnee und Anzug. 98 Meter, einen halben Meter unter Schanzenrekord, aber nur 127 Punkte, weil er so schlecht gelandet ist für Dieter Thoma. Einer der Geheimfavoriten, der Weltmeisterschaftsdritte von der Großschanze, Hideharu Miyahira, der Spätstarter, schon 25 Jahre alt, aber erst seit 2 Jahren im A-Team. Dritter der Vierschanzentournee. Der kann's, der springt stilistisch sauber und der zeigt auch noch ansatzweise einen Telemann. Kachelt jedenfalls nicht so wie sein großes Vorbild, wie Masahiko Arada. Warten wir noch kurz auf die Weite von Hideharu Miyahira, dann Stefan Horngacher und wir gehen ganz kurz hinunter zu Dieter Thoma. Dieter Thoma, ist der Kopf überhaupt frei fürs Skispringen, da der Kleine im Krankenhaus ist? Ja, so halber. Also meine Gedanken sind natürlich bei meinem Sohn, der jetzt im Krankenhaus ist und von dem her versuche ich halt zwei normale Sprünge runterzubringen und morgen fahre ich dann heim. Eine schwere Aufgabe unter diesen Umständen, oder? Doppelt schwer. Ja, ich habe mir schon überlegt, ob ich überhaupt springe, aber wenn ich hier rumhänge, mein Heimfahrer hat sich jetzt nicht rentiert, es ging noch nicht und von dem her kann ich auch springen. Alles gut im doppelten Sinne. Also, da haben wir Stefan Horngacher gesehen. Hideharu Miyahira liegt in Spitzenposition vor Arada, weil er halt die bessere Landung gezeigt hat. Er sprang 2,5 Meter kürzer als Arada. Und jetzt Stefan Horngacher. Er kämpft, er möchte diesen Sprung stehen. Schauen Sie sich das an. Der Schaft dieser Skischuhe, der erlaubt das, dass er weite Rückenlage hat. Aber ich bin gespannt, wie die Wertungsrichter diesen Sprung beurteilen. Da, 98 Meter, 118 Punkte. Da kommt es, sehen wir es dieser Wiederholung nochmal ein bisschen besser. Oh, ja, mit dem Rücken, eindeutig zu sehen. Also die Pfiffe hier im weiten Rund, die sind nicht berechtigt. Schade, so gern wir ihn diesen Supersprung auch gestanden gegeben hätten. Der war leider gestürzt. Mika Kojankowski schaut hinunter, er freut sich. Aber da ist ja noch viel drin für Stefan Horngacher. 10 Punkte hinter Hideharu Miyahira, das ist viel Holz, aber es ist machbar. Sven Hannawald, der Vizeweltmeister.
Er hat nichts zu verlieren, er kann völlig frei aufspringen. Gold und Silber hat er schon. Wohin springt Sven Hannawald? Jawohl, schöner Sprung. Schöner Sprung und auch eine gute Weite von Sven Hannawald. 95 Meter. Miyahira Harada, das ist die Reihenfolge. Dann Höllbart. Breites V, Hannawald, Vierter. Hinter Höllbart, 5,5 Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter, auf Hideharu Miyahira. Der Bundestrainer nicht ganz zufrieden. Sicherlich, weil die Landung nicht optimal war von Sven Hannawald. Aber es ist hier schwer, einen sauberen Telemark zu setzen. Andreas Witthölze, dann die Japaner Kasai und Funaki, dann Martin Schmidt und dann Jan Ahonen. Jetzt wird es laut, der letzte der Österreicher, Andreas Witthölze, und er kann auch weit springen. Er springt weit, er steht diesen Sprung, aber er springt vielleicht nicht so weit wie Harada und wie Honka. Das zählt als bestanden, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Gut von der Kante weg. Sauber ins V, nutzt die Handflächen, breitet sie ganz weit aus. Jeder Quadratzentimeter Luftwiderstand ist dir wichtig. Landung nicht optimal, 95 Meter, fünfter Platz hinter Sven Hannawald, einen halben Punkt. So, jetzt geht's vielleicht erst einmal um den Sieg nach dem ersten Durchgang. Noyaki Kasai, der 26-Jährige aus Sapporo, auch etwa so um die 95 Meter. Aber Zehnter auf der Großschanze, Zweiter der Vierschanzentournee hinter Ahonen. Drei Siege in diesem Winter in Innsbruck und zweimal in Willingen. Olympia Fünfter in Lillehammer, Olympia Siebter in Nagano. Nur noch drei stehen oben. Funaki, Schmidt und Ahonen. Und da bleiben wir natürlich hier beim Wettkampf und bitten Sven Hannawald vielleicht noch um ein paar Sekunden um Geduld. Er steht bei meinem Kollegen Hans-Reinhard Schall. Kazuyoshi Funaki, was hat er schon alles erlebt? Doppel-Olympiasieger, Vierschanzentournee hat er gewonnen. Einer der Weltbesten in diesem Winter, lief es glänzend lange Zeit, aber hier bei dieser Weltmeisterschaft, Fünfter von der Großschanze, ein ausgezeichnetes Resultat, obwohl er gerne eine Medaille haben wollte. Zweiter mit seinem Team in Bischofshofen, der erfolgreichste Skispringer Japans, 13 Weltcupsiege. Und Funaki geht mit 96 Metern an die Spitze. Drei Japaner vorn, Funaki, dann Miyahira und dann Harada. Ist denn das möglich? Da können jetzt nur noch Martin Schmidt und der Weltcup-Spitzenreiter Janne Ahonen etwas ändern an dieser Reihenfolge nach dem ersten Durchgang. Der Doppelweltmeister, der Weltmeister von der Großschanze und dem Team, Martin Schmidt, 7 Weltcup-Siege in diesem Winter. Er kann völlig frei aufspringen. Wenn er die Kante trifft, segelt er weit hinunter. Gute Vorlage von Martin Schmidt. Er hat die Höhe, er kommt weit und er kann sich freuen. Das war ein schöner Sprung von Martin Schmidt. Super, jawohl, da kann er wieder ein bisschen lächeln, nachdem er bei Sven Hannawald ein bisschen den Mund verzogen hat, der Bundestrainer Reinhard Hess. Schöner Sprung von Martin Schmidt. Und er springt zumindest das japanische Trio, setzt sich zwischen Funaki, Miyahira und Harada. Martin Schmidt im Moment Dritter, 2 Punkte hinter Funaki. Da ist für das Finale noch... Marita Kramer. O i chyba zwycięstwo Austriaczki przed własną publicznością. Terena przed 8 laty tyle stoczyła dzisiaj w serii próbnej Kramer. Ten wynik został wyrównany przez Nikę Kriżnar przed paroma minutami. No ale Kramer postanowił. The
the ski jumping FIS World Cup.